Koriander ist eine ganz wichtige Sache, vor allem bei diesen Superfoods. Noch einmal, Heidelbeerpulver, die Dulse, eine Algenart, dann Gerstengras und was ich wieder vergessen habe, das ist Spirulina. Spirulina ist auch noch wichtig. Spirulina und Koriander. Das sind diese fünf Inhalte, aus denen wir einen super, super gesunden Detox-Smoothie zaubern werden. Genau um das geht's, ums Detoxen, ums Entgiften. Und was diese Superfoods, diese Nährstoffe alles so drauf haben, das besprechen wir, bevor wir den Mixer einschalten. Also, ja, meine Freunde und Zuseher, doch bevor wir uns die Bestandteile und deren Wirkung nun dieses Detox-Smoothies anschauen, beschäftigen wir uns doch noch damit, wozu wir denn überhaupt detoxen, wozu wir denn überhaupt entgiften sollten. Es soll ja auch immer wieder Stimmen geben, die eben auch sagen, das braucht es ja eigentlich alles nicht, denn das macht der Körper ja eh alles von selbst. Dem stimme ich grundsätzlich natürlich zu, das ist überhaupt keine Frage. Der Körper heilt sich natürlich von selber. Unsere Entgiftungsorgane, die Leber, die Haut, ja, die sind natürlich dazu da. Nur eben, wir sollten ihn in dieser Zeit dabei, oder sollten diese Organe dabei unterstützen. Das ist einfach notwendig. Aber natürlich, der Körper heilt sich dann eben selbst, wenn wir eben auch unsere Organe, die Leber und die Haut, dabei tatkräftig, natürlich alle anderen Organe tatkräftig dabei unterstützen. Das ist natürlich notwendigst. Und natürlich bestärkt mich auch meine eigene Erfahrung seit Jahren auf die Ernährung, auf die Nahrung zu schauen. Seit einem Jahr ernähre ich mich ja fast pflanzlich und sehr, sehr gesund und ich merke hier natürlich die Wirkung und immer wieder die entgiftende Wirkung der ganzen Nahrung. Und ich habe auch vor ein paar Tagen einen sehr, sehr interessanten jungen Mann kennengelernt. Er ist 24 und er hat mir seine Geschichte erzählt. Er hatte starke, stärkste Schuppenflechte am ganzen Körper. Die Ärzte konnten ihm nicht helfen. Hier natürlich das normale Programm und es hat immer wieder ein paar Tage geholfen und dann war alles noch viel schlimmer. Und für einen 14-Jährigen in seiner Entwicklung ist das natürlich ganz schlimm, wenn man hier so leiden muss. Und er hat sich mit 14 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, mit 14 Jahren hat er von sich aus selbst angefangen, sich für Ernährung zu interessieren. So hat er mit 14 Jahren von sich aus selbst angefangen, sich dafür zu interessieren, hier zu recherchieren, zu schauen, was er machen könnte. Er ist von sich aus auf Anthony William gekommen und hat sich hier mal richtig reingelesen. Und ja, er hat mir versichert, nach diesem Detox-Smoothie, den er eben auch damals für sich selbst entdeckt hat, war nach einer Woche schon unglaubliche Verbesserungen seiner Schuppenflechte bemerkbar. Und er hat sie schlussendlich auch angebracht. Das heißt, hier sitzt ein gut aussehender, vitaler Mann vor mir, der sich ab dem 14. Lebensjahr hier ganz bewusst mit Ernährung und mittlerweile auch mit vielen anderen Fragen des Lebens auseinandersetzt. Absolute Hochachtung. Und ich habe ihn auch schon angefragt, ob er denn vielleicht einfach auch mal Lust hätte, dass wir uns hier vor der Kamera gemeinsam über seine Lebensgeschichte etwas unterhalten. Da werden wir auf jeden Fall noch einiges Spannendes hören. Ja, deine Nahrung soll ja deine Medizin sein, deine Medizin soll deine Nahrung sein. Das ist einfach dieser sehr, sehr bekannte Spruch und das ist kein Dogma, das ist nicht unbedingt eine Idealisierung, sondern das ist eigentlich ein natürliches Bedürfnis, ja, das unser Körper an und für sich hat, dass wir ihn so ernähren, dass es eben auch mehr oder weniger schon so ist, dass der Körper eben alles, was er hier zugeführt bekommt, verwerten kann, entweder eben als Brennstoff für unsere Zellen oder eben auch als Entgiftungsstoff. Ja? So, wenn die Nahrung aufgebaut wäre, dann bräuchten wir das alles natürlich nicht. Ist es aber in den ganz, ganz wenigsten Fällen eben nicht, weil natürlich die zusätzlichen Umwelteinflüsse, wie schon gesagt, hier eine riesengroße Rolle
spielen. Jetzt schauen wir endlich, dass wir eben zu den Zutaten kommen, diese eben auch besprechen, deren Wirkung und wozu und warum sie eben genau in dieser Kombination eben im Smoothie deswegen auch drinnen sind. Da haben wir als erstes mal Gerstengraspulver bzw. Gerstengrassaft. Das kann jeder machen, wie er das selber will. Ich bin da ein bisschen effizient. Und ich mag diese Batzerei weniger. Ich habe früher immer wieder auch hier experimentiert, habe eben auch das eine oder andere Gräslein angebaut. Ich meine jetzt legales Gräslein angebaut. Natürlich keine Frage, Gerstengras und ähnliche Weizenkleie und was auch immer. Aber ich bin dann doch eher ein Fan von Pulverchen. Die sind leichter zum Handeln und auch nicht schlechter. Ja, also Gerstengraspulver ist mal das Erste, was in diesen Smoothie hineinkommt. Ja. Dieser Saft, dieses Gerstengras zieht einfach Schwermetalle aus der Milz, aus dem Darm, aus der Bauchspeicheldrüse und auch aus dem Fortpflanzungssystem. Und der Gerstengrassaft oder das Gerstengras bereitet eben auch das Quecksilber für die komplette Aufnahme dann später durch Spirulina vor und hat natürlich eine Menge an Mineral- und Vitalstoffen zur Verfügung. Ja, und hier haben wir dann als zweites eben gleich dieses Spirulina, wie eben gerade erwähnt. Hier habe ich es eben auch in Pressling-Form, ja, und Spirulina kann man eben auch, wenn man ein Pulver hat, dann gibt man eben circa 2 Teelöffel Spirulina in den Smoothie hinein, wenn man das so möchte. Oder man hat eben ungefähr 8 Presslinge, die man in den Smoothie hineingibt. Muss man aber nicht. Man muss nicht in dem Fall unbedingt die Presslinge oder Spirulina in den Smoothie reingeben. Ich persönlich mache das eher selten, weil es ein bisschen schade ist. Es ist ja auch eine Genusssache. Ich mag ja, dass mir der Smoothie auch gut schmeckt, und Spirulina hat dann so ein bisschen ein Geschmackerl, wie wir in Österreich sagen. Es ist überhaupt kein Problem, Spirulina einfach so zu sich zu nehmen. Man könnte natürlich all diese Zutaten auch ohne Smoothie zu sich nehmen, das ist ja keine Frage, nur einen Smoothie zu trinken ist erst einmal ein super, super Genuss, ist wesentlich einfacher. Ich habe dann sozusagen hier eben auch in meiner Nahrung das sogenannte medizinische drinnen, also die Wirkung auf einmal drin, und ich muss da nicht über den ganzen Tag ständig irgendwas zusätzlich einnehmen. Also Spirulina, ja, das ist einfach auch eine wunderbare Sache, weil die ziehen die Schwermetalle eben aus dem Gehirn raus, ja, aus dem zentralen Nervensystem und eben auch aus der Leber. Ja, es ist so ganz so wichtig, dass die Leber Unterstützung bekommt, weil die ist es ja schlussendlich, die diese ganze Entgiftungsarbeit machen muss und viele, viele Stoffe eben überhaupt mal entwickelt. Ja. Und darüber hinaus absorbiert eben die Spirulina dann eben, wie schon vorher gesagt, Quecksilber, Metalle, die vorher, wie gesagt, schon durch das Gerstengras eben aufgespürt, absorbiert wurden, und das ist eben das Wunderbare bei Spirulina. Im dritten haben wir dann das Korianderkraut. In dem Falle, wie schon angekündigt, habe ich jetzt kein frisches Korianderkraut da, das wäre um einiges besser, aber so als Platzhalter hier Korianderpulver, das ich jetzt einfach mal hier, wie gesagt, anstatt frischem Koriander in den Smoothie reingebe. Ja, entweder eine Tasse frischen Koriander in den Smoothie hinein oder eben auch hier dann, sage ich jetzt mal, so ein Drittel Teelöffel Korianderpulver, das ich dann reingeben werde. Und dieser Koriander holt eben die alten Schwermetallablagerungen da nochmal heraus, wo andere Mittel eben nicht hinkommen. Ja, holt eben da die Metalle, das Quecksilber noch aus Plätzen hervor, wo andere Mittelchen einfach nicht hinkommen können. Der Koriander extrahiert diese dann und ab und raus aus dem Organismus. Also Koriander ist ein sehr, sehr bekanntes und sehr, sehr wichtiges Entgiftungsmittel. Ja, dann kommen wir zum vierten Stoff, der in diesen Smoothie hineinkommen kann. Das sind dann auch wieder ganz, ganz wichtig, die wilden Blaubeeren. Und das ist natürlich auch was, was für den Geschmack, was für den Genuss natürlich auch da ist. Drum ist dieser Smoothie eben auch hier ganz,
ganz wunderbar, eben weil man auch Genuss hat. Und in dem Falle entweder, die sind jetzt eingefrorene wilde Heidelbeeren oder Blaubeeren, oder man könnte eben auch gefriergetrocknete Blaubeerpulver nehmen. Wie gesagt, ich bin ja eher ein Fan dann von Pulverchen, weil die einfach einfacher zum Handeln sind. Und so Blaubeeren brauchen natürlich auch dann wieder viel Platz, weil man dann schon ein bisschen an Vorrat eben braucht, sonst musst du jeden Tag einkaufen laufen und es macht ja auch nicht so viel wirklich Sinn. Ja, ich habe die letzten Tage mir auch zweimal einen Blaubeerstrudel eben auch hergerichtet gemacht. Wunderbar, richtig gut. Ja, die Blaubeeren ziehen eben Schwermetalle aus, auch aus dem Gehirn raus. Sie füllen dann eben auch mit ihren Stoffen, mit ihren Vitalstoffen die Lücken auf, die eben durch die Schwermetallausleitung dann entstanden sind, was besonders einfach dann auch in den Geweben ganz, ganz wichtig ist. Welche wilde Blaubeeren sind eben das beste Nahrungsmittel, eben also Nahrungslebensmittel, um eben auch Alzheimer, Demenz, ja, Parkinson entgegenzuwirken. Ja, diesbezüglich verweise ich eben auch auf das Video über die Blaubeeren, die Wirkung auf das Gehirn, hier oben, hier unten, hier oben verlinkt, meine lieben Freunde. Ja, und fünftens dann auch noch ein sehr spannendes Mittelchen, der Lappentang, ja, der Lappentang bzw. die Dulse, ja. Mit dem Pulver, ja, gehe ich auf jeden Fall mal etwas sparsamer um, also eine Alge, und gebe nicht mehr als einen schwachen halben Teelöffel mal in den Smoothie hinein, ja, weil das ist auch nicht so ganz so billig, dieses Sackerl mit, ne, wie viel ist drinnen, schauen wir mal drauf, ist der 100 Gramm, ich weiß es nicht mehr genau, aber 17, 18 Euro. Das kostet ja alles auch ein bisschen was. Und vor allem, wenn ich die Dinge noch nicht so kenne, dann tue ich lieber ein bisschen vom Gefühl her mal lieber ein bisschen weniger rein, als wie zu viel. Ja, und dann schauen wir mal. Und dann kann man ja immer noch steigern. Ja, also die Dulse oder der Lappentang bindet eben auch Quecksilber, Blei, Aluminium, Kupfer, Cadmium und Nickel. Und überwindet vor allem auch, und das ist ganz, ganz wichtig, die Blut-Hirn-Schranke. Das macht die Blaubeere aber auch, ja. Und das ist ganz wichtig. Und anders als andere Algen kann eben Lappentang Quecksilber eben auch im Alleingang entfernen, ja. Und dieser Lappentang, die Dulse, gelangt eben auch in Tiefen und an versteckte Plätze, wo er an Quecksilber bindet und es nicht mehr freigibt, bis es eben dann einfach auch den Körper verlassen kann bzw. ausgeschieden wird. Ja, wichtig ist hier einfach bei der Dulse noch zu erwähnen, 2 Gramm Dulse ungefähr, also da kommen wir dann mit einem halben Teelöffel eh ganz gut hin, das sind ungefähr 2 Gramm, enthält ca. 160 Mikrogramm Jod. Also das ist auch nicht unwesentlich, da haben wir dann auch eine gewisse Jodzugabe einfach auch schon mal drinnen. Und auch hier kann ich nur empfehlen, ich habe, glaube ich, drei Videos über Jod auf meinem Kanal, werde ich auch hier oben verlinken. Ja, meine lieben Freunde, das wäre mal im Überblick die wichtigsten Zutaten. Hier geht es richtig zur Sache. Man merkt, da sind ganz viele Stoffe drinnen, die hier wunderbar sind, um Metalle, Quecksilber, ja, also diese ganzen Belastungen, diese ganzen Umweltgifte einfach im Körper aufspürt und sie einfach auch dann bindet und ausleitet. Das ist ja das Wichtige bei der Sache. Ja, was ich dann zusätzlich in den Smoothie noch reingebe, zeige ich euch schnell noch, weil sonst wird das Video allzu lange. In dem Fall 3 kleine Bio-Bananen, ja. Hier eingefrorene Bio-Zitronen mit Schalen, super, super gesund. Ja, etwas Kurkuma werde ich noch reingeben und eben auch ein veganes Proteinpulverchen. Dann wird es auch schön cremig, meine lieben Freunde. Also, da kommt einiges rein. Natürlich eben auch wunderbares Wasser, frisches Wasser wird natürlich auch noch reinkommen. Und jetzt
werden wir das Ganze einfach einmal zubereiten. So, meine Lieben, als erstes gleich mal die Bananen hinein. So, jetzt wird ein bisschen Gas geben, die Bananen hinein. Als nächstes dann gleich mal die gefrorene Zitrone, die ist super, das werdet ihr, wenn ihr das ausprobiert, so unglaublich, die ist das auch für den Geschmack, das hat so was unglaublich Erfrischendes. Als nächstes dann gleich mal etwas von den Heidelbeeren bzw. Blaubeeren, auch die sind noch gefroren, das Ganze wird, wenn man da gleich mal was trinkt, natürlich sehr, sehr frisch schmecken. Ja, dann das Gerstengraspulver. In dem Falle nehme ich so einen, ja, so einen Esslöffel, ja, nicht extrem gehäuft. Als nächstes dann das Dulsepulver. Genau, wie gesagt, da sind wir noch ein bisschen vorsichtiger am Anfang. Dann nehme ich jetzt einmal nicht wahnsinnig viel, also muss man schauen, dass man sieht, so ein, naja, vielleicht ein bisschen mehr. Genau, so ein Drittel Teelöffel voll. So, also, wie gesagt, Spirulina, das nehme ich so ein. Damit verwurschtelt er mir jetzt den ganzen Smoothie nicht, weil das kenne ich von früheren Smoothies, Spirulina. Ist erstens einmal giftig grün und es schmeckt dann einfach nicht mehr wirklich gut. So, dann noch, sage ich jetzt einmal, einen schönen gehäuften Teelöffel oder eigentlich Kaffeelöffel Kurkuma, ist natürlich super auch gegen Entzündungen und vieles andere, wir wissen auch bei Krebs, keine Frage. Und dann noch zusätzlich etwas veganes, also pflanzliches Protein. Da nehmen wir nicht wahnsinnig viel, ja, nur damit es ein bisschen cremiger wird. Und ich werde ja heute noch in die Natur gehen, in die Berge, und da brauche ich ein bisschen eine Unterlage, ein bisschen was Kräftigendes, um dann auch natürlich gut gewappnet in der Natur zu sein, keine Frage. So, und was ich jetzt auch zusätzlich noch reingeben möchte, das ist ein bisschen Kokosöl. Das ist einfach auch für den Geschmack super gut, und Kokosöl hat natürlich auch eine gewisse, auch entgiftende. Interessant, dann nehmen wir auch nochmal so, ne, so ein bisschen was von dem. Das muss jetzt auch nicht wahnsinnig viel sein. Das kann ja jeder für sich, ja, das mit dem Kokosöl. Das ist eine Sache, wie man so, was man so für Gefühl dafür hat. Ja. Es ist immer gut, umso mehr, dass man sich mit Nahrung beschäftigt und auch wirklich Lebensnahrung zu sich nimmt, umso mehr kriegt man Gefühl dafür, was man, oder wieder ein Gefühl dafür, was man im Endeffekt braucht, ja, von der Menge her. Da sagt es einem dann irgendwie die Intuition der Körper. Ja. Und jetzt natürlich das Ganze noch mit Wasser auffüllen, und zwar so viel, bis dann alles gut bedeckt ist. Genau, meine Lieben. Dann machen wir da noch zu. In der Hoffnung, dass das alles wunderbar funktioniert. Genau. So, meine Freunde, es ist natürlich spannend, vor allem, wie ist die Konsistenz? Hat es gut durchgemixt oder ist irgendwas dabei, dass da noch immer so ein bisschen sich dann ein bisschen kerniger anfühlt. Ich mag es einfach, wenn es richtig cremig ist. Gell? Ich habe jetzt keinen Blender mit über 30.000 Umdrehungen. Das kommt einfach auch noch dazu. Es ist jetzt nicht ganz so cremig, wie man das gewünscht hätte. Das machen wahrscheinlich die Preiselbeeren aus oder eben auch die Zitrone. So, bevor ich da jetzt koste, soll man natürlich auch mein Gesicht sehen. Nicht deswegen, weil ich so schön bin, sondern weil der Körper zeigt immer genau, was wirklich ist. Also schmeckt es oder schmeckt es nicht, das wird man gleich an meinen Gesichtszügen sehen. Leute, es ist super, super erfrischend. Also die Zitrone natürlich auch, jetzt die eingefrorenen Blaubeeren
sind natürlich super erfrischend. Also wie gesagt, auch das mit der gefrorenen Bio-Zitrone ist sowieso ein Spitzentipp für alles Mögliche. Ja, da könnte man auch wieder extra ein Video drüber machen. Und vom Geschmack her super, super. Es ist auch für meinen Geschmack süß genug, weil natürlich Bananen, die sollten auch reif sein. Ja? Bitte bei den Bananen immer schauen, dass die reif sind. Die sind dann natürlich auch süß genug. Und alles andere, das Gerstengras schmeckt man nicht raus. Da könnte man vielleicht ein bisschen mehr noch reingeben. Vom Dulse ist einfach vielleicht auch zu wenig drin. Man merkt jetzt nicht, dass da wahnsinnig viel solche Dinge drinnen sind. Und was ich jetzt vergessen habe, das ist das Korianderpulver. Aber, liebe Leute, das kann man ja nochmal nachholen. Rein damit. So. Und dann schalten wir das Ganze nochmal schnell ein. Das ist ja nicht das Problem. Das ist ja nicht das Problem. Und jetzt spiele ich einfach mal wilden Hund, weil ich jetzt da kein zweites Glasl da habe. Und das soll ja natürlich jetzt... Also einfach nochmal schauen, ob man da jetzt einen Unterschied rausmerkt. Ja. Und das trinke nur ich selber, also keine Angst wegen der Hygiene. Ja, und das schmeckt man ganz leicht raus, ganz leicht. Aber das ist überhaupt kein Problem, das schmeckt man ganz leicht raus. Und für so eine Smoothie kann man natürlich unglaublich eben auch noch experimentieren, aber man könnte Chili-Pulver reingeben, was auch immer noch. Also wie gesagt, Kurkuma haben wir eh schon drinnen. Ein paar andere Gewürze, das kann man vielleicht extra nochmal machen. Aber man sollte eben auch, sage ich jetzt mal, diesen Detox-Smoothie nicht allzu sehr verfälschen. Aber wie gesagt, man kann mit den Zusätzen einfach ein bisschen experimentieren. Man kann Orangensaft reingeben. Man kann, die Bananen sind mir einfach nur am nächsten und die haben auch eine super gesunde Wirkung. Kalium, Magnesium, Calcium, was da einfach auch alles drinnen ist und einfach auch genug Kohlenhydrate, vor allem wenn ich mich körperlich eben auch anstrenge. Ja, in dem Sinn, meine Lieben, ich hoffe jetzt, dass das Video nicht allzu lange wird, aber ich finde, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Detoxen, entgiften, inklusive natürlich, aber auch dann genügend Vitalstoffe wieder aufzufüllen und auch immer wieder so ein kleiner Hinweis, die Ernährung ist einfach sehr, sehr wichtig, Lebensmittel und nicht Füllstoffe. In dem Sinne, lasst mir einen oder mehrere Daumen hoch da, eure Meinung natürlich in die Kommentare, so wie immer. Und ich freue mich natürlich, auch, wenn ihr auf meine Seite bewusst gesund GeoSix Lebensmut.at vorbeischaut. Da werde ich einfach auch noch über das Ganze ein bisschen genauer schreiben und über die ganzen Mittelchen noch ein bisschen genauer ausführen und natürlich auch die eine oder andere Empfehlung zu den Mittelchen eben auch verlinken. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus, euer Geo.